Mein Name ist Nina Reichenbach, ich bin 20 Jahre alt und fahre seit fast 12 Jahren Fahrradtrail. Zu meinen größten Erfolgen gehöre der dreimalige Gewinn vom Weltmeistertitel und dass ich letztes Jahr zum ersten Mal Europameisterin geworden bin. Mein Name ist Oliver Wiedmann, ich bin 17 Jahre alt und ich fahre Fahrradtrail seit 8 Jahren. Letztes Jahr wurde ich Juniorenweltmeister und Junioren-Europameister. Momentan bin ich auf Platz 10 in der Weltrangliste. Ich bin Dominik Oswald, ich bin 22 Jahre alt und fahre jetzt seit 16 Jahren Fahrradtrail. Ich bin zweimaliger Junioren-Weltmeister und einmal Vize-Weltmeister in der Elite. Und aktuell bin ich auf der Weltrangliste Platz 3. Unser Training gliedert sich im Prinzip in sportartspezifisches Training auf dem Rad, im Krafttraining und in Ausdauer- und Schnelligkeitstraining. Auf dem Rad ist es besonders wichtig, dass wir die Technik korrekt ausführen und beherrschen. Außerdem ist es wichtig, dass wir belastbar sind und Durchhaltevermögen besitzen. Sprungkraft spielt eine wichtige Rolle. Die hohen Sprünge erfordern viel Kraft, an der wir einerseits auf dem Rad arbeiten, aber auch andererseits im Kraftraum. Ausdauer und Schnelligkeit sind besonders wichtig, um die Parcours innerhalb der 2-Minuten-Grenze bewältigen zu können. Beim Fahrradtrail geht es darum, mit einem speziellen Fahrrad über Hindernisse zu springen und dabei möglichst fehlerfrei zu bleiben. Fehlerfrei bedeutet, dass man keinen Fuß auf den Boden stellt. Außerdem haben wir spezielle Fahrräder. Die sehen so aus, dass wir keinen Sattel haben, keine Federung und keine Gangschaltung. Und unsere Bremse muss sehr gut sein, weil die quasi unsere Lebensversicherung sind. Außerdem muss das Material sehr leicht sein und dabei trotzdem stabil sein. Ein Wettkampf sieht bei uns folgendermaßen aus. Zum Beispiel bei einem World Cup gibt es die Quali, das Halbfinale und das Finale. In der Qualifikationsrunde werden zum Beispiel 2 Runden gefahren, je 5 Sektionen. Eine Sektion ist ein abgesteckter Bereich und in diesem Bereich befinden sich 6 bis 12 Hindernisse. Das Ziel ist ganz einfach gesagt, die Hindernisse fehlerfrei zu überwinden. Fehlerfrei in dem Sinn, dass wir keinen Fuß als Hilfe benutzen. Und zudem muss der abgesteckte Bereich, also die Sektion, innerhalb von 2 Minuten durchfahren werden. Im Trailsport unterscheiden wir zwischen nationalen Wettkämpfen und internationalen Wettkämpfen. Zum nationalen Wettkampf gehört zum Beispiel die Süddeutsche Meisterschaft oder die Deutsche Meisterschaft. Zum internationalen Wettkampf gehört zum Beispiel die World Cup Serie, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft.